beginnen wir nun damit, die Spielkörper der zweiten Komponente des Tonspielzeugs zu begutachten. Die Rede ist vom Plattenspieler. In diesem Falle handelt es sich um einen Technics MK1210, der wohl populärste Plattenspieler, durch den man sagen kann, dass Turntablism eigentlich seine Geburtsstunde erlebt hatte. Ich habe diesen Plattenspieler rechts vom Mischpult positioniert. Demzufolge wird die rechte Hand den Tonträger bewegen. Doch bevor wir dazu kommen, möchten wir erst einmal systematisch die unterschiedlichen Spielkörper dieses Instruments begutachten. Wie jedes andere technische Gerät muss der Plattenspieler mit Strom versorgt werden. Dazu dient im Falle des Technics dieser Drehregler, dieser Drehknopf, und wir sehen durch die Lampe, dass der Plattenspieler nun mit Strom versorgt wurde. Rechts daneben befindet sich eine Taste, die sogenannte Start-Stopp-Taste. Bei Betätigung verläuft der Plattenteller in die jeweilige Richtung. Bei neueren Plattenspielermodellen ist es möglich, diese Richtung umzukehren, bei diesem leider noch nicht. Dies würde bedeuten, dass sich der Plattenteller entsprechend in die rückwärtige Verlaufsrichtung bewegt. Nachdem sich nun der Plattenteller automatisiert bewegt und unter der Voraussetzung, dass sich eine Schallplatte auf diesem Plattenteller befindet, müssen wir den Tonarm in die jeweilige Rille hineinsetzen, um infolgedessen den gewünschten Ton, die gewünschte akustische Aufzeichnung wahrnehmen zu können. Wir hören einen Bass, sprich einen sogenannten Endloston, der sich auf einer sogenannten Battle-Platte, auf einem Battle-Tool befindet. Und wir kommen nun zur Betrachtung weiterer Spielkörper, durch welche wir Einfluss auf den Verlauf dieser akustischen Aufzeichnung nehmen. Dazu betrachten wir diese beiden Tasten, die sich über der Start-Stopp-Taste befinden. Dies sind die beiden Tasten zur Einstellung der Umdrehungsgeschwindigkeit. Hierbei ergeben sich grundlegend zwei Einstellungsmöglichkeiten. Die eine wäre: mit 33 Umdrehungen in der Minute bewegt sich der Plattenteller. Und wenn wir die Taste darüber betätigen, bewegt der Plattenteller mit 45 Umdrehungen in der Minute. Logischerweise schneller, und demzufolge hat dies Auswirkungen auf den Verlauf unserer akustischen Aufzeichnung. Man hat gehört, sobald ich von 45 Umdrehungen auf 33 Umdrehungen wechsle, verändert sich die Tonhöhe dieses Tones. Und dieses Funktionsmerkmal wird noch mehr ersichtlich, sobald wir uns diesen Schieberegler im oberen Bereich des Plattenspielers anschauen. Hierbei handelt es sich um den sogenannten Drehzahlgeschwindigkeitsregler. Und wie es der Name schon sagt, ist es mit ihm möglich, die Drehzahlgeschwindigkeit des Plattentellers prozentual zu verändern. Das bedeutet, wir können sie entweder erhöhen oder eben verringern. Die Erhöhung bzw. Verringerung der Drehzahlgeschwindigkeit hat Einfluss auf den Verlauf unserer akustischen Aufzeichnung. Dies hat tempotonale Auswirkungen, die nicht zuletzt zu einer unterschiedlichen Tonhöhe führen können. Nochmal, wie wir sehen, bewege ich den Schieberegler nach oben, also wird unser Ton höher. Bewege ich nach unten, wird unser Ton tiefer. Durch dieses Funktionsmerkmal hat sich im Turntablism eine instrumentelle Verfahrenstechnik ergeben, die als sogenanntes Tone-Scratching bezeichnet wird. Das bedeutet grundlegend, entstehen ja Scratch-Techniken letztlich aus der Korrespondenz zwischen Plattenspielerbewegung und Bewegungen an den Schiebereglern des Mischpultes, und wenn diese beiden Bewegungsvorgänge zueinander korrespondieren, ist es möglich, mithilfe des Drehzahlgeschwindigkeitsreglers richtige Melodieverläufe zu erzeugen. Ich demonstriere das einmal kurz. Thank you.
So, dies war ein erster Einblick in instrumentelle Umgangsformen, die wir mithilfe des Plattenspielers tätigen können. In diesem Falle hat es sich um das sogenannte Tonescratching gehandelt. Wir haben mit einem Basston gearbeitet. Natürlich ist es auch möglich mit Violintönen, mit Saxophontönen. Alles, was man als akustische Aufzeichnung auf Vinyl pressen kann, kann mithilfe des Drehzahlgeschwindigkeitsreglers instrumentalisiert werden. Generell ist zu sagen, dass alle Spielkörper am Plattenspieler, dazu gehört nicht zuletzt auch der Plattentellerrand. Das heißt, wir sehen, ich bewege meinen Finger über den Plattentellerrand und kann somit die Drehzahlgeschwindigkeit manipulieren, wodurch wir Einfluss auf den Verlauf der akustischen Aufzeichnung nehmen und sich dadurch die Klangcharakteristik dieser akustischen Aufzeichnung verändern lässt. Zusammenfassend müssen wir sagen, dass alle Spielkörper der akustischen Bewegungsebene dienen. Das bedeutet, bewege ich entweder den Drehzahlgeschwindigkeitsregler, bewege ich den Tonträger, sprechen wir von einer sogenannten akustischen Bewegung. Nun gut, kommen wir nun zum wichtigsten Spielkörper bzw. der Spielkörper, auf den sich die Bewegungsvorgänge der übrigen Spielkörper beziehen. Die Rede ist vom sogenannten Tonträger. Auf dem Tonträger